Sachen jetzt schon auf dem iPad zu machen. Genau, es geht gerade unterwegs, geht gerade nicht so gut anders. Und aber ich wollte noch mal was machen über Murat und Sally. Also ich habe ja schon mal ein Video gemacht über das Nachtcafé. Und ich habe ja auch schon gesagt, ich habe einen ganz komischen Vibe bekommen und meiner Ansicht nach, das ist nur meine Meinung, bekommt Sally da viel zu viel Hate ab. Und ich, also auch wie der Murat sich da so darstellt, also ich finde es so sehr, sehr im Ego und die ganze Beziehung da ins Rampenlicht zerrt, finde ich super unangenehm, kriege ich, wie gesagt, einen ganz komischen Vibe und was auch teilweise in die Kommentare geschrieben wurde. Unter dem Video hat mich auch noch bestärkt, beziehungsweise was man da in seinen Storys sieht, wo man das Gefühl hat, ja gut, dass jemand vielleicht auch gerade ein bisschen ungeerdet versucht, da seinen Platz zu finden. Aber viele Sachen passen halt überhaupt nicht zusammen, die er sagt. Und auf jeden Fall gibt es jetzt hier noch einen Podcast, auf den ich gerne mal reagieren würde. Ich hoffe, das Video bleibt oben. Kenne jetzt den nicht, hat dann Ben Kauer, macht diesen Podcast. Schaut gerne mal vorbei auf seinem Kanal. Also mir geht es jetzt nur um den Murat und reagiert einfach mal drauf, verlinkt das natürlich hier drunter. Und ja, sieht es einfach aus Unterhaltung und aber markiert euch das Video gerne mal, ob ich nicht vielleicht recht gehabt habe. Im halben Jahr, wollen wir mal sehen, oder irgendwann, vielleicht sagt Sally auch mal was, vielleicht nicht, wissen wir nicht. Aber gut, starten wir einfach mal. Ja, meinem neuen Podcast hier jetzt im neuen Studio und ich habe heute einen ganz besonderen Gast. Einen ganz besonderen Gast hier und zwar den Murat. Ja. Murat. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es geht schon gleich los. Ganz, ganz besonderen Gast. Ja. Özcan. Genau. 42 Jahre alt. Genau. Und du bist da kein Unbekannter. Man kennt dich ja unter anderem von der Murat dreht am Rad. Genau, da gibt es eine TV-Sendung seit letztem Jahr. Das ist so eine Handwerkersendung. Und natürlich kennt man mich auch allgemein aus den sozialen Medien. Ich habe einen Instagram-Kanal, der heißt auch der Murat. Ja. Und, ist mir bekannt. Ja, genau. Und die so heftig, weil natürlich, wie gesagt, uns das gleiche Schicksal erfasst hat. Mhm. Ja, wir waren beide quasi, wenn man es jetzt mal böse sagt, Influencer-Hassbands. Oh, ich hasse das Wort. Ich weiß es, es wird so genannt, aber ich habe das noch nie gemocht, weil ich dann mit Menschen in einen Topf geworfen werde. Also ich habe noch mal ganz kurz geguckt, aber war dieser Ben, war ja auch der unbekanntere Teil, glaube ich, von so einem Influencer- Paar, meine ich. Und also warum man sich da jetzt auch so als Opfer generieren muss, weiß ich nicht. Aber jetzt seine Geschichte kenne ich auch gar nicht, aber warum Murat das macht. Und das wird jetzt auch extrem werden, glaube ich. Keine Ahnung. Habe ich mal das Gefühl, das war irgendwie ganz anders. Aber Wo ich nicht reingeworfen werden möchte. Das stimmt. Und ich fand immer das Wort Creator und Unternehmer fand ich eigentlich viel, viel sympathischer. Content Creator finde ich auch weitaus sympathischer. Ja, ja. Ich nenne mich auch immer so. Content Creator? Ja. Genau, ich auch. Also wirklich. Und ich habe mich auch mal eine Zeit lang Fitness-Influencer genannt. Oh, auch ja, geil. Ja, genau. Es war mehr Joke. Bis dahin habe ich es noch nie geschafft, ehrlich gesagt. Ja, und sie hat mir von dir erzählt und irgendwann... die Trennung bei mir ist noch nicht so lange her. Also ja, das ist bei dir sehr, sehr frisch, ne? Ja, so ungefähr. Wie lange ist das jetzt? Ich habe versucht, das immer irgendwie zu verdrängen, weil es für mich sehr, sehr ein harter Schlag war. Auch 10 Wochen ungefähr. Wie lange ist das jetzt? Ja, er versucht das so doll zu verdrängen, dass er quasi ständig drüber redet in jeder Story und in allen möglichen Podcasts. Ja, das passt halt alles nicht zusammen. Also ich sehe da wirklich jemanden, der wirklich, ich will es nicht sagen zwanghaft, aber wirklich impulsiv die Öffentlichkeit sucht. Meine ist auch scheiße, wenn du aus einem der größten Influencer-Imperien in Deutschland, wenn du da rausfliegst, glaube jetzt nicht ohne Grund, ehrlich gesagt, nicht einfach so. In einem anderen Podcast, ich glaube von dem Manager, von den ehemaligen, wurde auch gesagt, das stimmt, aber ich habe auch so die Nachricht gekriegt, dass die Mitarbeiter, das als der raus war, dass die Mitarbeiter gesagt haben, das ist ja wie Ramadan, Ostern und Weihnachten gleichzeitig. Also, gut, wir wissen es nicht, wir waren nicht dabei, aber also jemand, der da seinen Platz verloren hat, ist ja auch scheiße und jetzt sehen muss, wie er selber Geld verdient, hat auch die Shirin Azimi, ich hoffe, ich spreche das richtig auch, wird auch tolle Videos zugemacht, bin da auch der gleichen Meinung. Ja, und das auf eine Weise macht,
als ich dann mit der Ex-Beziehung so Content zu machen, ich find das halt billig, ne, muss ich wirklich sagen, ne? Und gerade wenn man zusammen Kinder hat, sage ich auch bei Olli Pocher immer, was soll das irgendwie, ne? Kann man nicht einfach die Fresse halten, ne? Aber wenn man ein großes Mitteilungsbedürfnis hat, geht das halt nicht, Harter ne? Schlag war, auch so ein plötzlicher Schlag, ungefähr 10 Wochen ungefähr. Wow. Und das war richtig heftig, weil es war einfach ein Traum, weißt du? Es war einfach gigantisch, 16 Jahre lang. Ich muss dir kurz vorab ein Lob aussprechen. Ja. Wenn ich an meine Trennung zurückdenke, als die 10 Wochen her war, da hätte ich sicherlich nicht hier sitzen können und einen Podcast drehen, Ja, aber weil das sind ich. die Tabletten, die mir die Psychiaterin gegeben hat. Okay. Ja, die Dosis einfach. Ja, jetzt noch ein Witz über Tabletten, sorry, wirklich. Und ich erlebe überhaupt nicht so, dass er ruhig ist. Also jemand, der so ruhig ist, muss der die ganze Zeit in der Öffentlichkeit rumspringen und ständig über die Beziehung reden? Glaube ich nicht, ne? Richtig. Dann war ich Wo, falsch genau. eingestellt Ja. damals. Ja. Meine Psychiaterin, die schaut sich immer meine Stories an und dann schreibt sie, ich glaube, ich muss die Dosis hochsetzen. Also okay, alles klar, mach. Auf jeden Fall. Aber ist jetzt kein Ja. Witz, du bist wirklich in Ich bin in Betreuung? Betreuung, in Therapie. Ich habe es schon mal gesagt, dass es nichts Schlimmes und auch das dann so zu sagen, Definitiv. weil du brauchst es einfach. Und ich führe halt viele Gespräche mit Menschen, die, ich hatte ja mit der ganzen Geschichte noch nie was zu tun, Ben. Also ganz ehrlich, wenn mir jemand mal erzählt hätte, dass ich mal irgendwann mal geschieden bin, und ich weiß immer das Wort, ich bin noch nicht geschieden, ich bin nur in Trennung. Das muss man auch wissen. Man sagt ja noch nicht geschieden, man sagt auch nicht Ex-Frau, weil es noch immer die Frau ist. Richtig. Das ist voll blöd, finde ich irgendwie voll komisch, aber dann. Also was mich so nervt, der macht die ganze Zeit jetzt einen. Also ich bin der liebe, harmlose Ehemann, ich habe da gar nichts mit zu tun. Das kam aus absolut heiterem Himmel und macht sich hier so zum idealen Mann sozusagen. Und sorry, das ist auch einfach nicht authentisch. Also so ist auch keine Beziehung. Keine Beziehung ist immer nur Sonnenschein, 16 Jahre und dann plötzlich trennt man sich. Habe ich ja letztes Mal schon gesagt, oft ja, entlieben sich die Frauen über einen langen Zeitraum, wo sie tausendmal gesagt haben, mach was, es geht so nicht weiter, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Und dann, ja, werden innere oder äußere Grenzen überschritten, dass man irgendwann sagt, jetzt reicht's. Und dieser Schritt ist ja so groß, dass er so überall rausfliegt. Also, dass da jetzt nichts vorher passiert ist und es ist einfach so aus heiterem Himmel. Wo die da doch so ein Dreamteam waren, wird er rausgekickt. Absolut unvorstellbar für Ich muss mich mich. gerade ge gewöhnen. Man ist so ein Hybrid aktuell, ne? Genau, und das Lustige ist, ich hatte mal vor einem halben Jahr einen Podcast mit ihr gemacht und bei mir ist es wirklich so, dass in meinem Freundeskreis fast alle geschieden sind. Und dann hab ich auch einen Freund gehabt, den du auch kennst, den Namen müssen wir nicht erwähnen, der hat sich auch scheiden lassen und ich war so im Schock, weil ich war so, boah, Scheiße. Gut, habe ich auch schon mal gesagt, Promi-Ehen sind natürlich immer unter einem ganz hohen Scheidungsdruck. Andererseits haben die auch noch als Risikofaktor, was ist mit 19, glaube ich, zusammengekommen. Diese Paare trennen sich häufig mit Mitte 30, also genau so in dem Alter, wo die so sind. Das passt auch, glaube ich, mit den Kindern, die in der Pubertät sind so oder gerade in Pubertät kommen. Eigentlich typische Trennungszeiträume. Aber trotzdem glaube ich, das ist hier ein bisschen schon ein sehr spezieller Fall, so, ne? Und boah, das gibt's doch nicht. Wie kann man so etwas und allem? Und haben ja auch einen Podcast gemacht und dann haben wir darüber geredet. Und dass die Leute heutzutage einfach zu schnell aufgeben und eher wegwerfen, als versuchen zu reparieren und alles. Und da waren wir uns dann auch einig. Ja, und dann ein halbes Jahr später trifft es mich selber weiter. Ja, ist wieder zwischen den Zeilen der Vorwurf, sie hätte nicht dran gearbeitet. Ich denke, es wird einen Grund geben, dass sie sich nicht äußert, weil sie wahrscheinlich der Meinung ist, das ist schlauer und ich will da auf den Kram, den er erzählt, nicht auch noch Energie lenken. Ich will einfach mein Business weitermachen und dass sie wahrscheinlich gut beraten wird. Also wenn er zu viel Kram erzählt hier, was sie vielleicht meint, was nicht stimmt, dann vielleicht äußert sie sich dann nochmal, aber also diese ganze Opferstory, also die stinkt für mich von vorne bis hinten, aber ist nur meine Meinung, Wie so ne? ein Schlag, weißt du, bam. Und auf eine Art und Weise, die nicht sehr nett war, muss ich ehrlich sagen. Aber ich möchte auch diese Trennung jetzt hier auch gar nicht thematisieren. Das ist. Ja, ich möchte die Trennung gar nicht thematisieren, sondern ich rede nur von morgens bis abends drüber. Das ist so Ja, geil, weil das immer so einen faden Beigeschmack hat, weißt du, was ich meine? Ich will nicht, Natürlich. das ist, du bist in der Öffentlichkeit, das ist Ja. schon schlimm genug, weißt du, das ist Ja. aber so viel. Ja, so schlimm, dass ich ständig die Öffentlichkeit suche, auch mit super weirden Stories und auf Instagram und ach. Da musst du gar nicht viel sagen, weißt du? Manchmal sprichst du irgendwas aus und dann wird es dir ausgelegt und dann landest du so schnell in der Zeitung und das ist bei mir so extrem, egal was ich momentan mache oder sage. Ist es Da, so, ja? boah, brutal. Oh ja, ich leide ständig in der Zeitung und deswegen suche ich auch ständig die Öffentlichkeit und gehe ständig in die Öffentlichkeit, weil ich nicht in die Zeitung will. Also, was machen denn Menschen, die
verantwortungsbewusst in so einer Trennung umgehen, machen das, was sie macht. Die halten einfach erstmal die Schnauze und vielleicht sagt man irgendwann mal was drüber, vielleicht nicht. Aber man kehrt es nicht so in die Öffentlichkeit. Und dann sagt man nicht, man kehrt es in die Öffentlichkeit und dann, ich denke, will genau das. Ne? Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass er selber sein Instagram hochziehen will. Wird wahrscheinlich Kohle genug haben, aber kann ja nie genug sein. Selber jetzt so erfolgreich werden will wie sie. Und wir werden sehen, dass das nicht funktionieren wird, denke ich, weil ich glaube nicht, dass er der kreative Kopf war. Ne? Ich sag nur irgendetwas, dann landet sofort eine Zeitung und dann bist du in der Zeitung auf allen Klatschblättern, weißt du? Und den Dreck, den du eigentlich nie wolltest, weißt du? Und du denkst immer, wenn bei den Promis immer, hey, der hat das gemacht und sie hat das gesagt und dann bist du auf irgendeiner Zeitung. Ich hasse das, ich hasse. Er hasst es und schüttet es ständig in die Öffentlichkeit. Ne? Das ist, als wenn du ständig mit Skiern zeigst und du sagst, ich hasse Skifahren. Also, das macht komplett keinen Sinn. Ich weiß nicht, ob das Leuten nicht auffällt. Ich habe auch mal in die Kommentare reingeguckt. Ich weiß auch nicht, was da gelöscht wird oder nicht. Das ist alle acht der arme Murat und also, ich weiß nicht, ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Aber, Auch naja. dieses Promi-Leben, ich sag's dir ganz, ganz ehrlich, ich fand es schon immer eklig. Und natürlich war auch das ein Grund, warum das alles passiert ist, weil ich einfach dieses Leben nicht wollte und will. Aber wie ist das jetzt, wenn solche Dinge zum Beispiel bei irgendeinem bekannten Medium jetzt hier aktuell gerade ausgespielt wird, hast du das Gefühl, es wird ordentlich Nee, berichtet? wird nicht ordentlich berichtet. Aber Okay. definitiv nicht. Es wird da voll verdreht und voll falsch ausgelegt. Und, das ist halt, ich kann es ganz sagen, ich hasse dieses Medium. Wir wissen alle, von welchem. Ja, ich denke, wir wissen auch, wovon die reden, aber von der Bildzeitung wohl. Aber was sollen die, ich meine, ich weiß jetzt nicht, was sie geschrieben haben, aber was sollen die denn schreiben? Es gibt nur dieses völlig neutrale und ausgewogene Statement von Sally und wenn er nicht ständig irgendwas reinbringen würde, gibt es ja gar nicht viel Informationen, über die man schreiben könnte. Ne? Typisch Rede. Klatschpresse halt, Ja, ne? genau. Wir Muss ich brauchen gar, keine Namen es nennen. ist keine Zeitung, es Ja, ist ja. einfach ein Blatt, nicht mal ein Blatt ist wert, Also weißt ich bin ja ein bisschen verschont worden damals, muss ich sagen. Ich hatte, glaube ich, zwei oder drei Zeitungsartikel, die noch relativ human waren. Aber ich glaube, das, was ich jetzt bei dir so mitbekommen habe. Nee, du wirst da voll durch die Medien, auch durchs Fernsehen gejagt, weißt du? Du machst Fernsehen an, dann siehst Oh, du. wirst du ins Fernsehen gejagt und deswegen muss er natürlich ins Nachtcafé und oh, der arme Kerl. Scheiße. Und dann guckst du da an, da und dann senden es dir die Zuschauer auch, weißt du? Und ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Abonnenten ich momentan habe auf Instagram, keine Ahnung. Über 200 habe ich, Ich glaube, über 200.000. ja, 200, ich glaube, es sind 240, ich weiß. Ich weiß überhaupt nicht, wie viele Follower ich habe. 200.000, nein, 241.327. Ich weiß nicht, das einfach nicht auffällt. Ich weiß, also, für mich wirkt es so, der ist obsessed mit seinem Instagram-Account und es ist. Oh Gott, ey, es ist einfach krass, ey. Wie viel hattest du denn, wie viel hattest du denn vor deiner Trennung? Ja, das ist vor der Trennung, ist auch eine ganz geile Geschichte. Vor der Trennung hatte ich so um die 100, ich glaube 145.000. Wow, das ist aber Ja, funktioniert aus einer schon Strategie. sehr viel Ja, gewesen, obwohl es mich nie interessiert hat, weil ich habe einfach nur mein Scheiß. Das interessiert mich gar nicht. Ich sag's nur ständig und jag da ständig Content hoch über meine berühmte Ex-Beziehung. Aber ich will natürlich keine Aufmerksamkeit und keine Follower, Ich mache klar. Lust im Content. Ich wollte Menschen zum Lachen bringen, zum Du Nachdenken. wolltest ja auch nie Content Creator in die Nein, Richtung in was. 100 Jahren. Ich habe das immer gehasst. Ich wollte das alles nicht, weil ich bin Nein, deswegen, also ich denke mal, er wird jetzt zurück auf die Baustelle gehen. Was er mal vorher gemacht hat, wird natürlich nicht ins Fernsehen gehen und auf Social Media, weil er das so hasst, wird er als einfacher Bauarbeiter zurück auf die Baustelle gehen. Schauen Ärger. Und ich hab einen Beruf gelernt, oder nicht mal einen Beruf, ich habe drei Berufe Was gelernt. hast du denn gemacht alles? Ach Gott, wenn ich das jetzt anfange, vergiss es, dann kommen wir nicht Es ist so viel, es sind so viele Berufe, es ist Wahnsinn. raus. Auf jeden Fall, wenn ich das alles erzähle, und Also ich wollte. du hast auf jeden Fall Berufserfahrung. So ist es. Ich weiß, wie das Leben vorher war und wie es jetzt ist und ich kann es auch sehr, sehr gut einschätzen. Ich weiß, mit was Menschen auch im reellen Leben, was das Influencer-Leben ja, oh Gott, ich hasse das Wort, oftmals gar nicht ist, Ja. gar nicht Ich hasse reell. das Ähm, so. und, Das verkennen ja auch immer viele, ne? Viele denken ja immer, das, was sie sehen online, das entspricht so 100% auch dem Leben, was der oder diejenige führt, Nee, ne? das ist nicht. Das ist oftmals, ich muss halt eins sagen, ich finde. Ja, aber er malt ja dieses Bild einer absolut perfekten Ehe, die völlig auseinandergesprengt worden ist, aus nichts. Er malt ja dieses Bild, ne? Ich finde, das Leben, was wir geführt haben, das war meiner Meinung nach, man hat immer verschiedene Perspektiven, sehr, sehr reell. Also ich war wirklich in dieser Traumwelt. Das war so Familie Max Mustermann. War ich nur mit Murat und Ding. Und es war einfach schön, man hat sich gegenseitig unterstützt und hat wundervolle Kinder, wundervolle Schwiegereltern manchmal. Aber ich liebe sie so sehr. Du hast zwei Töchter, ne? Genau. Also alle sind Best Friends,
Alles super, nur die böse Sally. Und damit zieht er auch den Hate so auf sie, das finde ich halt auch total mies. Nur die böse Sally aus nichts, obwohl alle ihn so mögen, hat sie sich ganz plötzlich getrennt. Wie wahrscheinlich ist das wohl? Zwei wundervolle Töchter, zwei Also, das ist ein bisschen auch wie bei Olli Pocher und Amira Pocher. Ja, kann ja den Leuten da vorwerfen, was man will, aber haben die sich aus nichts ganz plötzlich getrennt und der Olli Pocher ist der Arme? Nee. Wahrscheinlich nicht, ne? volle Schwiegereltern, Freunde, Freundschaft. Das war einfach so perfekt. Der macht ja auch das Gleiche, dass er alles Mögliche da in die Öffentlichkeit reinzieht, ne? Und auch drauf, weiß ich nicht, ob ihn das nicht interessiert, dass sie Kinder haben und so, keine Ahnung, das macht man einfach nicht, ne? Es war so eine perfekte Welt und jetzt wurdest du einfach aus deiner Bubble rausgerissen. Ohne dein Zutun auch, ne? Das ist ja immer, man kann es ja gar nicht selber Nee, es, mitentscheiden, ne? nein, du kannst nicht selber entscheiden, aber es hört sich immer blöd an, es können immer zwei dazu. Also, Klar. wenn ich sagen würde, es hat nichts, es ist mir aus heiterem Himmel. Für mich ist es persönlich schon aus heiterem Himmel, wenn ich nicht damit gerechnet habe. Ja, es gehören immer zwei dazu, aber manchmal sind die zwei auch Tuer und Lasser, wie ich das immer ganz gerne sage. Ne? Also natürlich kann man sagen, ja, es gibt auch, falls er der Tuer sein sollte, wäre sie auch der Lasser gewesen. Also natürlich gibt es da auch zwei, würde ich auch sagen, muss immer Verantwortung übernehmen, was man gemacht hat. Aber so das harmlose Schaf wirkt auch nicht so gar nicht. Ne? Aber es gehören natürlich immer zwei dazu. Und, aber man entwickelt sich natürlich weiter, weil ich diese Geschichten, man entwickelt sich, der eine will das, der andere will das. Und ich habe dieses Promi-Life, das war ich nie. Das wollte ich auch nie. Ich meine, Deswegen geht er auch ständig in die Öffentlichkeit jetzt. immer wenn wir irgendwo auf dem roten Teppich sind, dann bin ich außen rum gelaufen. Ich wollte den Scheiß einfach nicht, weißt du? Und du kennst dieses Influencer-Game, man trifft sich und dann sagt man, hey, wir sind Best Friends und so. Und danach geht die Person und dann sagst du, hey, was war das für ein Depp, weißt du, was ich meine? Und ich wollte dieses Unehrlich, das war immer so unehrlich, weißt du, was ich meine? Und dieses ganze, man Es ist dieses. schon sehr ober, es ist, man muss einfach ganz klar sagen, es ist eine sehr oberflächliche Welt. Ja, und es ist so einfach so grinsen und das alles, weißt du? Und kennst du dich, guck Ja. mal, ich bin Handwerker, ich erzähl's mal ganz. Ja, aber trägt er nicht bei zu dieser Oberflächlichkeit? Also, freue ich Weißt du, mich wenn du euch, so, ne? ich war Handwerker und das Handwerk ist so was Ehrliches. Wenn ich auf der Baustelle war und habe dann gesagt, weißt du, da war ich der Türk. Weißt du, hey, Türk, bring mal das, weißt du. Und das war einfach, wir waren alle Kumpels irgendwie. Und wenn du bei den Handwerkern, da sagst du, hey, wer möchte vielleicht einen Kaffee haben, weißt du, dann streckt jeder die Hand nach oben und dann gehst du hin und dann Die gehst guten alten Zeiten auf der Baustelle und Wettenweier geht wieder auf die Baustelle als einfacher Bauarbeiter und sagt, hey, Türk, hol mal den Kaffee. Es wird genauso passieren, ja. rein, machst Kaffee, tust Milch rein, Zucker rein, rumrühren, dann kriegt jeder einen Kaffee. Und in der Welt, wo ich dann bin, weißt du, dann kriegst du, wer möchte einen Kaffee, und dann kommt der Erste und sagt, ich hätte gerne einen, ist der Bio, ist der Fair Trade? Dann sagt der andere, ich gerne einen Scheinlatte. Hafermilch. Ja, ist es Hafermilch, ist es das? Dann sag ich, weißt du, macht euch einen Scheiß Kaffee einmal selber. Verstehst du, was ich meine? Super kompliziert einfach, ne? Es war auch nie meine Welt, aber es war einfach eine wunderschöne Beziehung, eine wunderschöne Traumwelt. Und dann wirst du halt von heute auf morgen rausgerissen. Ausgerissen quasi Wirklich. aus deinem typischen Alltag eigentlich, ne? Voll, weißt du, und es war auch ein Schock Einfach auch für so. alle Menschen. Weißt du, es ist eine Einfach riesen so. Community, wenn du das alles zusammennimmst, sind es Millionen von Zuschauern. Und ich habe da so viele Nachrichten gekriegt. Eins, was mich am meisten berührt hat, war, weißt du, wenn Murat und sie sich trennt, dann sollte nie mehr wieder jemand heiraten. Ja, und das ist, sorry, das ist so ego, das ist so egomäßig, wie er seine eigene Beziehung zu, also ich weiß nicht, fällt das niemandem auf, zur tollsten Beziehung von allen macht. Das ist so, um sich, so ein exzessives um sich selbst drehen. Und wie gesagt, wenn das so toll gewesen wäre, welche Frau trennt sich dann, wenn das so toll ist? Just doesn't fucking happen, ne? So, das war so perfekt. Es sind alle waren im Schock. Also ich war im Schock. Ich meine, ich sage es ja immer wieder und es Dankeschön. war wirklich so, dass wir Probleme Dankeschön. hatten. Das war aber auch ganz extrem, also kurzfristig. Und dann, aber man versuchte immer alles zu retten. Ja, Und man dann. denkt ja auch nicht immer gleich, dass, wenn jetzt mal Probleme auftauchen, dass man sich sofort trennt. Nee, natürlich. Man natürlich, man. Wetten, dass es einen total langen Vorlauf gegeben hat. Wetten. Und alles versucht wurde, das noch wieder auf die Kette zu kriegen, kann ich für wetten, ey. Aber gut. Spricht mal so untereinander, weißt du, sollten wir es vielleicht trennen oder sowas, aber man spricht es nicht so wirklich aus. Man will Oder es nicht man wirklich. will es Beide nicht. wollen es ja eigentlich im Regelfall So auch ist nicht. es, weißt du. Und das war einfach die Hölle für mich. Und ich bin in den letzten Wochen einfach durch die Hölle gegangen, weißt du, durch die ganzen Medien, durch die ganzen Menschen, die alles dann immer interpretieren, weißt du, die sagen dann, das kann doch, muss doch irgendwas ganz Krasses vorgefallen sein, weil es war doch immer so cool. Was ist da vorgefallen? Und ich kann es nur sagen, ich bin nicht fremdgegangen, es gab. Ja, ich glaube auch, dass irgendwas Krasses vorgefallen ist, also wissen wir jetzt nicht, aber es muss ja auch nicht eine Sache sein gewesen sein, es kann ja auch Prozessgeschichte gewesen sein, dass einfach Sally wo gesagt hat, es reicht. Wie gesagt, vielleicht hat er sich auch nicht genug mitentwickelt oder ich weiß es nicht. Aber wenn alles so toll ist,
und man noch so erfolgreich zusammen ist, und es nicht irgendwie Langeweile ist, wo wir auch keine Hinweise haben, ja, da wird wohl irgendwas vorgefallen sein, was wir vielleicht nicht zu hören kriegen. Gewalt oder sowas. Und vor allem, man kann das 16 Jahre lang nicht spielen. Ja. Weißt, jeder weiß. Er war 16 Jahre verheiratet. Ja, 16 Jahre verheiratet. Wow. Und auf Augenhöhe, obwohl meine Frau ein bisschen größer ist als ich, also kann ich trotzdem Augenhöhe sagen. Und ich kann es dir gar nicht sagen, es war eine Fairy Tale. Das war wirklich, wenn du das, die perfekte Ehe. Weißt, Mann unterstützt Frau, Frau. Ja, ich denke, sie kriegt einen Cringe-Anfall, wenn die Sally das hört, aber naja. Mann, man ist auf Augenhöhe. Klar, ich habe mich immer ein bisschen in den Schatten gestellt, weil ich sie einfach hochleben wollte. Ich habe immer alles für sie getan, weißt du, alles. Das Ganze, auch das Wirtschaftliche im Hintergrund und alles. Und alles. Für mich war immer was das hast wichtig. Du, denn, du warst quasi auch, du warst ein Mitglied der Geschäftsleitung, ne? Du hast ja auch, du warst auch mit Geschäftsführer. Du hast quasi so das ganze Backoffice im Hintergrund gemacht oder was kann man sagen, was war so dein... Du wirst lachen, aber ich war, ich durfte wie ein kleines Kind sein. Und zwar, du musst es so vorstellen, ich hatte die letzten 15 Jahre keine E-Mail-Adresse. Okay. Wirklich? Ich hatte keine E-Mail-Adresse. Ja, das ist auch wieder, also ich meine, vielleicht hat er keine persönliche gehabt, aber da haben sie alle als eines Unternehmen. Also was ist das für eine Aussage? Ich habe auch keine private E-Mail-Adresse. Es ist wieder so, ich bin so der Murat vom Bau ohne E-Mail-Adresse. Und ach, das ist wirklich, oh Mann. Kann auch ein Riesenvorteil sein. Ja, ich weiß, ich hatte keine Visitenkarten, ich hatte nicht mein PayPal-Konto. Ich war... Ja, wozu auch, wenn du 87 Firmenkonten hast und meinte, die nehmen jetzt, das sind glaube ich alles GmbHs, die nehmen Geld ein über PayPal-Konten irgendwie. Und Visitenkarten, ja, schon noch Visitenkarten heute. Ah, das will halt immer dieses Bild zeichnen, so vom armen, vom Bauarbeiter, der jetzt von der erfolgreichen Sally da rausgeworfen ist und am besten noch eine Biografie drüber schreiben. Ey, sorry, das ist einfach low-key scheiße, ne? Echt, ey. Ich habe einfach nur Vision haben müssen, weißt du? Ich war immer ein bisschen der Treiber, aber jetzt nicht so Treiber, jawohl, wir machen das, zack, 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 sondern einfach so, hey, lass uns, es kann uns nichts passieren. Wir haben beide was gelernt. Du hattest die Weitsicht dann, genau, hast die quasi Weitsicht. Die langfristige Projekte quasi angegangen. Genau, und sie war, man sagt immer so, sie die Karosserie, ich der Motor, weißt du? Sie die Karosserie und ich der Motor. Und das muss man sich mal vorstellen, da ist eine Frau so fucking erfolgreich und dann sitzt da ihr Mann und sagt, ja, du bist nur die Dreckskarosserie. Und eigentlich bin ich der Motor. Wie sehr am Ego muss man sein? Sag mir was, ich weiß es nicht. Es war perfekt. Es ist so, weißt du, wie die Erde entstanden ist? Die Erde sind zwei Sterne aufeinander geknallt. Zack, und dann war es ein Planet, weißt du. Also, erstmal ist die Erde nicht so entstanden. Also, wo ist denn da die zweite Stern neben der Sonne? Weiß ich nicht. Also, das ist totaler Blödsinn. Und dann wird dieses. Ist ein völlig selbstüberhöhendes Bild. Das sind einfach zwei Menschen, die super erfolgreich waren. Vor allen Dingen eine super erfolgreich war, einer ist im Hintergrund. Die Rolle hat er vielleicht ausgefüllt oder auch nicht, wissen wir nicht. Ja, wenn ich jetzt so höre, er war wie ein Kind, ich weiß es nicht, aber wenn er auch Geschäftsführer war, manchmal kriegst du auch mal eben Geschäftsführer aus einer Firma raus, wenn nichts vorgefallen ist. Gibt es nicht. Also. Das ist schon echt so ein, wirkt auf mich wie ein ganz krasses Whitewashing hier irgendwie. Und dann, also das ist auch wirklich so runterputzend von ihr als die Karosserie zu reden. Ich weiß nicht, merkt das euch? Keiner, ich weiß Und genau so war es. Wir sind zwar unterschiedlich, aber es sind so zwei Sterne aufeinander geknallt und dann ist eine Welt entstanden. Das war dann unsere Welt. Und eine ganz, ganz krasse Geschichte. Und dann sind halt viele Sachen mit dem Wachstum passiert, weißt du? So Sachen wie, die uns. Wie soll ich sagen? Wir haben uns einfach irgendwann verloren. Es ist natürlich schon auch eine Herausforderung. Wie gesagt, wir haben die gleiche Vergangenheit. Ich kenne das ja selber, dass wenn man dann gemeinsam ein Unternehmen führt, bei uns waren es sogar zwei, Ich glaub, bei euch sind es glaube ich noch mehr ich gewesen. Ich weiß, ne? Ich kann es nicht mal, ey Ben, vergiss es, ich kann es nicht mal sagen, wirklich. Ich kann's Und nicht. das waren so viele Unternehmen, die ich geführt habe. Ich weiß gar nicht, wie viele. Ich Und dann ist weiß natürlich schon, also ich habe bei mir damals schon natürlich auch gemerkt, dass natürlich das Privatleben auf der Strecke irgendwo bleibt. Ne? Weil natürlich das ganze Business so viel Zeit für sich beansprucht, dass dann oft abends, man quatscht dann vielleicht noch irgendwelche Dinge durch, die beruflicher Natur sind. Man hat die Kinder, ihr habt ja auch Kinder, wir haben ja auch zwei Kinder gemeinsam. Und dann bleibt einfach keine Zeit mehr, oft für Privates. Ja. Und das kann natürlich zu Problemen führen, wobei ich sagen muss, ich fand. Also wie gesagt, ich kann das total verstehen. Das ist, glaube ich, super komplex. Habe ich auch in meinem ersten Video schon gesagt. Würde das nicht jemandem vorwerfen, dass da irgendwas scheitert. Da sollte man nur nicht so viel schmutzige Wäsche waschen. Aber ich meine, das ist, glaube ich, super komplex. Also Kinder gemeinsam großziehen, gemeinsam älter werden, wenn man sich so früh kennengelernt hat, so ein,
Imperium, sag ich mal, führen und dann noch eine tolle Beziehung führen. Ja, wie gesagt, die meisten Promi-Ehen scheitern sowieso und also hat jetzt keiner aus meiner Sicht was falsch gemacht, nur warum kann man das nicht einfach so stehen lassen und fertig und ja, wie das andere auch machen, der Öffentlichkeit sagen, ja, ist jetzt so und gut ist, ne? Warum muss man da so eine Story von sich zeichnen? Die, also für, ich werde immer super misstrauisch, wenn jemand kommt und sagt, es ist alles gut, und meine Kindheit ist alles gut und meine Beziehung ist alles gut, weil es gibt sowas nicht, Leute, ne? Es gibt keine 16-jährige Beziehung mit Höhen und Tiefen, sorry. Und das macht mich schon, macht mich halt immer sehr misstrauisch, ne? Dass es vielleicht doch viel schlimmer war, als man denkt. Immer ein Ne? mega Vorteil, wenn man mit der Partnerin zusammen ein Unternehmen hat. Weil die andere Person das andere versteht, Genau. weißt Und du? jeder gibt ja Vollgas, ne? Weil beide wollen ja das Gleiche. Beide Das ist der Vorteil, stimmt. wollen ja erfolgreich sein. Und wenn es dann, so wie es bei uns damals auch war, so ist, dass der eine, also dass beide ihre Rollen finden und der eine sagt, okay, pass auf, ich bin, also ich war ja quasi das Management im Hintergrund, und meine Ex-Frau war dann die Person, wo nach außen quasi repräsentiert hat. Und wenn sich da beide in der richtigen Rolle finden, ist es eigentlich cool, ja. Und deshalb, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Ja? Aber auch bei mir war es ja so, ich habe ja auch damals gedacht, alles super und musste mir auch immer diesen Vorwurf gefallen lassen von ganz vielen, die dann gesagt haben, ihr habt uns was vorgespielt, ja, das war ja gar nicht so, wie ihr mir getan habt. Und ich muss immer sagen, pass mal auf. Also, was mir da auch gerade einfällt, das ist halt, was mir halt häufig auffällt in der Öffentlichkeit, ob das jetzt Johnny Depp einmal hört ist oder hier diese Sache mit oder diese Sache mit diesem Komiker da, Luke Mockridge. Also, wir wollen jetzt nicht in die Details gehen, aber das oft erstmal die Öffentlichkeit so auf der Seite des, ich sage jetzt mal so, Tuas steht, so, egal ob Männer oder Frauen. Und das, also nur meine persönliche Meinung, kommt mir auch so vor, ne? Also ich habe es, also machen tut hier der Murat viel mehr, ne? Also durch diese Öffentlichkeit gehen, schmutzige Wäsche waschen, sich schlecht dastehen lassen. Und auch hier fällt mir wieder auf, dass, ich weiß es nicht, wie viel prozentual, aber wenn ich so in die Kommentare gucke, plötzlich, also selbst viel, ganz viele Frauen auf seiner Seite stehen, wo ich so denke, wie kann das sein? Also das ist, da tauchen wirklich so viele Red Flags auf. Aber gut, ist wie es ist, ne? Für mich war es bis zum Schluss Ich auch weiß, aber so. ich glaube, wir Männer sind einfach dumm. Weil, Wahrscheinlich. wir merken das oftmals gar nicht. Frauen, ich weiß, ob die intelligenter sind oder halt einfach, die geben uns schon die Anzeichen manchmal und dann verstehen wir es nicht und Wir wir denken ignorieren es alles, wir vielleicht, ja. ignorieren es vielleicht vor lauter Liebe. Ja, also jetzt so gegen Liebe weiß ich jetzt nicht, aber da sagt er jetzt gerade ja das, was man eh denkt, Du ne? nimmst halt, Und ich habe viele Dinge natürlich auch nicht so ernst genommen. Ne? Ich sage, ja gut, da haben wir jetzt haben mal gestritten oder da war mal irgendwas. Und dann am nächsten Tag, das passt schon es ist wieder. voll wichtig. Also meine Erfahrung als Paartherapeut ist, dass das Frauen klipp und klar sagen, häufig ganz explizit, und die Männer oder wir Männer wollen es einfach nicht hören. Und es ist auch nicht verschlüsselt. Also vielleicht sind Frauen manchmal ein bisschen vage, aber die sind nicht jahrelang vage. Da wird, also meine Erfahrung als Paartherapeut ist, dass es extrem klar ausgesprochen wird. Und ja, das sind Männer vielleicht zu blöd oder zu bequem, wollen aus ihrer Höhle nicht raus. Also er ist bestimmt richtig abgefuckt, dass er aus seiner Höhle da raus ist. Ja, das ist halt, ich meine, das ist letztlich auch Standards und Dealbreaker, bis man halt irgendwann sagt, es reicht, ne? Jetzt musst du gehen. Ne? Und warum wohnt er wohl in dem Haus? Ja, weil er wahrscheinlich nicht gehen wollte. Was soll sie dann machen? Muss sie gehen irgendwie, ne? Das ist, jetzt hockt er da alleine im großen Haus. aber gut, das sind alles so Scheinsiege, Ich, guck mal, wenn, man Die sagt Frauen immer, machen aber eine Strichliste, habe ich das Gefühl. es ist dir auch aufgefallen, Ja? wenn meiner hat an mir Sachen vorgeworfen und dann sagt sie, ja, und 2014 war dann das und das. Und, hä, was, wo Was war ich? waren Ich wusste 2014? nicht mehr, was gestern war. Ich dachte, das war alles so perfekt. Also, es macht alles vorne keinen Ja, Sinn, sie ne? kommt in 2014. Und an dem Tag hast du das und das. Weißt du, und ich Richtig. kann In mich deinem dann auch roten nicht. T-Shirt. Ja, genauso. Und ich kann mich da gar nicht mehr wehren, weil ich gar nicht mehr weiß. Ich kann nur. Aber was denn? Wenn er redet ja auch überhaupt keine Fakten, ne? Was denn? Was ist denn passiert? Was hat sie ihm denn vorgeworfen? Das wird ja überhaupt nicht gesagt, ne? Er sagt immer nur, es war alles perfekt und plötzlich bin ich rausgeflogen. Und dann kriegt man zwischendurch mit, es war doch nicht perfekt. Aber was war denn nicht perfekt? Also er redet halt auch wahnsinnig viel und es bleibt aber alles so im Wagen. Ja, dass es ein bisschen so wirkt. Ja, also er will die Aufmerksamkeit und sie, und er will das Opfer unbedingt sein, ne? Und das, also das in sich ist schon, also wenn ich auf einem Date wäre und würde mir sowas anhören, dann würde man mir alle Haare zu Berge stehen, so, weil, aber gut. Es tut mir leid. Ich kann da nur noch sagen, es tut mir leid. Weißt du, genau wie du sagst, und dann 2016 hast du an dem Tag und dann hast du das und das gemacht. Und ich so, boah, krass. Und ich wusste das gar nicht mehr. Weißt du, was ich meine? Und ich finde das auch voll wichtig, Ben.
man denkt ja immer, du weißt ja nur, was Glück ist, wenn du weißt, was. Gut, man sagt immer so, Frauen reden halt auch viel in Beispielen. Also ich mache das auch gern, aber ich habe öfters gehört, dass Frauen das angeblich mehr machen. Also die wollen sagen, was du jetzt machst, geht mir total auf den Sack. Und dann wird als Beispiel rangezogen, weil das ist genauso wie 2016. So, aber es geht nicht um 2016, es geht um jetzt. Ne? Und es geht darum, dass man es immer wieder macht. Naja, sowas könnte ich mir vorstellen. Dauer Ne? ist. Das stimmt, Du ja. weißt Das ja ist nur, ein was du sehr weißt, guter Satz, ja. ja, und du weißt ja nur, was dir fehlt, wenn es nicht mehr da ist. Und Richtig. ich finde immer dieses Yin-Yang, also immer, dass man immer so einen Gegensatz hat. Also ich finde, dass man mit einer Frau streitet, völlig wichtig. Es ist Das sau, muss auch das sein. musst du haben, weißt du, was ich meine? Ja. Und das hatten wir auch wie in einer normalen Beziehung auch. Ich rede ja momentan mit vielen Freunden. Also ich hab ja das Glück, dass ich viele Freunde habe, die geschieden sind. Und oder mit Menschen reden, die das alles durchgemacht haben. Und dann höre ich mir das immer an, wie die das in ihrer Scheidung waren oder in ihrer Beziehung. Und dann denke ich, Alter, was für eine Traumbeziehung hatte ich eigentlich, weißt du? Da war nie Gewalt mit drin, da war nie irgendwie Eifersucht mit drin, da war nie irgendwie, dass man fremdgegangen ist oder sowas, weißt du? Aber Das dann war wird es doch alles oft eine. noch unverständlicher, Ja, oder? na, ja, da Dann wird es fragt wieder man sich, warum genau, ich eigentlich? habe kein Alkoholproblem, verstehst du, was Richtig, ich meine? ja. Ich bin nicht spielsüchtig. Ja. Ich habe, weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe gearbeitet, mich um die Kinder gekümmert. Ja. Also sorry, dass kein Mensch ist so, wie er sich darstellt. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Was genau ist Wissen? Was man sieht, meiner Ansicht nach, dass das tierischem Ego ist, wie sich das in der Beziehung jetzt ausspielt oder nicht, oder können wir natürlich nur mutmaßen. Naja. Und Vision gehabt, weißt du, was ich meine? Und dann denke ich mir, krass, was hast du falsch gemacht, weißt du, was ich meine? Und es war genauso, wie du es gerade gesagt hast, aber an dem Tag hast du das und das gemacht. Und ich dachte, boah, leck mich am Arsch, man. Ja, er stellt sich jetzt so dar, wie die kalte Bitch, die ihn einfach rausgeschmissen hat, ne? Kaufe ich nicht Wann ab. war das, weißt du? Aber ist dir das, also, wenn du solche, also ich weiß nicht, ob es jetzt Anschuldigungen sind, aber das sagst du ja zu dir selber, ist es dir wichtig, sowas dann auch aufzuarbeiten? Also ich hatte ja, du sagst gerade, du bist in psychologischer Betreuung. Bei mir war Hey, es du so. erzählst es gerade so, als wäre eine Zwangsjacke. Ich Also rede mit dir einfach. Moral ist heute, er darf der heute Sag auch raus, eine nicht, Stunde. ja, sag doch nicht Psycho, sag einfach beim Therapeuten, hört Beim sich wenigstens cooler Therapeuten, an, ja. genau. Ich finde psychologische Betreuung auch nicht so Ja. schlimm. Aber, also ich persönlich hatte ja zum Beispiel dann auch relativ schnell nach der Trennung einen Life-Coach. Den habe ich auch. Ah, cool. Und zwar der Calvin Hollywood. Ah, Ja, mit okay. dem rede Ja, den ich. kenne Also, ich. Das ist ein alter ein alter Fotografenkollege. Grüße Fotografen. gehen raus an Calvin Hollywood. Genau. Und der hat mir auch voll weitergeholfen. Weißt? Ich hab nur ein Beispiel. Ich habe zum Calvin gesagt: Calvin, ich habe das mit aufgebaut. Ich habe das gemacht. Und ich habe das dann ihm wirklich ganz, ganz oft gesagt. Und dann hat er gesagt zu mir: Murat, darf ich mal was fragen? Dann sage ich: Ja, du hast mir in der letzten Stunde 7 Mal gesagt, dass du der Kopf dahinter warst und dass du das aufgebaut hast. Dann sagt er, dann habe ich gesagt: Ja. Und dann sagt er zu mir: kann es sein, dass sie zu dir gesagt hat, dass du das nicht gemacht hast? Dann sage ich, ja. Dann sagt er, genau das ist es. Du darfst dich nicht triggern lassen. Weil alle wissen es, wir wissen es. Ja. Verstehst du? Alle, die dich verfolgt haben, wissen es, dass du nicht der kleine Trottel dahinter warst. Sie ist die Karosserie und er war der Motor. Ne? Also gut, ist ja toll, wenn er sich Hilfe holt, ist ja alles richtig, wollen wir auch gar nichts zu sagen jetzt. Ich kann es nur sagen aus meiner Erfahrung, dass manchmal Leute kommen zum einfach reden irgendwie. Und wo du einfach merkst, also wenn, dass sie sozusagen, es immer nur jede Stunde darum geht, ich war das Opfer, ich war das Opfer, ich habe nie was gemacht, ich war das Opfer. Das, also man entlastet sich da vielleicht durchs Reden, aber also erstmal, es ist eigentlich nie so, es kann nie so einseitig sein. Und zumindest wird, also manche Beziehungen sind natürlich schon sehr einseitig, aber es wird überhaupt keine Verantwortung übernommen und da kommt man auch nicht weiter so, ne? Und es fängt ja da wieder von an, ne? Dass er da, ja, ich bin der Geilste, ich bin der Geilste, ich bin der Geilste und ich weiß Gut, auch nicht. die Ex-Partnerin hat halt auch schon immer eine Gewichtung, ne? Ja, Wenn der ihr was sagt, oder wenn du von der Ex-Partnerin was hörst, dann nimmt man sich's natürlich anders zu Herzen, wie wenn irgendjemand Bekanntes oder Flüchtiges zu dir irgendwas sagt, Ja, ne? weil ganz einfach, dein Partner weiß, was dir wichtig ist. Genau. Weil dein Partner weiß ganz genau, wo ich dich triggern kann. Weißt du, wenn sie zu mir gesagt hätte, weißt du, Murat, du bist voll der schlechte Schwimmer. Ich habe gesagt, scheiße, Mann, okay, ich bin ein scheiß Schwimmer, was soll der Kack? Dann Ja. kann ich halt nicht schwimmen, verstehst du? Ja. Obwohl, ich bin ein Aber guter ein Schwimmer. super Taucher. Ja, super Taucher, genau. Aber weißt du, wenn sie halt, wenn sie, es, weißt du, wir konnten auch gar nicht, am Ende konnten wir auch gar nicht miteinander reden. Weißt du, da war immer dieses Thema, war nicht immer in die Vergangenheit gereist, weißt du? Und dann wieder, 2014 hast du das gemacht. Und auf der Autobahn hast du das zu mir gesagt. Ja, Und man dann. wirft sich dann immer so viele Sachen vor von der Vergangenheit, wo ich dann auch immer denke, so Mensch, lass doch mal die Vergangenheit ruhen, lass es Hast du doch das nach auch, war vorne es bei auch gucken. immer so? Ja, natürlich. Und ich habe immer gesagt, hey, ich kann die Vergangenheit nicht mehr ändern. So sieht's Ich aus. kann es nicht mehr. Ich Das kann mich heißt, jetzt entschuldigen, aber es bringt ja nichts, weil es ist ja vergangen. hä? Ja, ich kann's Ja, ja, ich kann genau. es ja nur versuchen, wieder besser zu machen. Ne? Ja, ich habe gesagt, bitte. Ja, aber wenn es besser gemacht würde, hätte man sich vielleicht nicht getrennt. Das ist ja häufig so, dass man sich dann, meine Entschuldigung ist ja schon viel wert, ne?
Und da macht man genau den gleichen Scheiß wieder. Da sagt natürlich irgendwann der Partner, ja, kannst du dir sonst wo hinstecken. Ne? Das nicht mehr ändern. Also lass uns nicht mehr drüber reden. Ich habe gesagt, lass uns aber nicht ver- Also er wirft, was mir auch auffällt, er wirft ihr ja auch nichts Konkretes vor. Ne? Also außer, dass sie ihn so kalt rausgeschmissen hat. Aber das bleibt alles total nebulös. Also er redet wirklich und redet und es ist, also er hat ja auch keinen konkreten Vorwurf gegen sie, so, ne? Vielleicht, weil es einfach nicht viel gibt, ne? Ja, sonst machen wir in Zukunft den gleichen Fehler. Mhm. Aber man muss verzeihen können. Mhm. Weißt du, und noch einmal, weißt du, du kannst eigentlich vorwerfen, wenn wir waren 16 Jahre verheiratet. Und dann packst du plötzlich aus, wir waren nicht in den Flitterwochen. Dann sag ich, hey, nach 16 Jahren, sorry. Verstehst du, was ich meine? Wir waren nicht in den Flitterwochen. Wir waren es nicht, weil wir einfach das Geld nicht dazu hatten. Mhm. Wir hatten das Geld nicht dazu und es kam so viel aufeinander, verstehst du, was ich meine? Mhm. Und dann denkst du dir, fuck. Oder auch Vorwürfe, weißt du, wo du dann denkst, so, weißt du, wenn ich lese ja immer diese Interviews, weißt du, sie gibt ja Interviews, wo sie dann sagt, das waren die Gründe der Trennung, weißt du, und ich mir, hä, bestimmt. Echt, ist sie da offener, was das angeht? Also sie ist jetzt nicht so extrem, muss ich sagen, wir versuchen natürlich diese Scheidung zum Wohle aller, auch der ganzen Familie, nicht publik zu machen, darüber zu reden, weil es wird einem immer anders. Deswegen, wenn du da ständig drüber. Ja, finde ich auch wichtig. Ist wie saumäßig, guck mal, egal was ich jetzt heute sage und was jetzt online geht, das wird irgendein Journalist wieder aufbrechen. Natürlich. Und dann sagen, hey, und seinen, ja, seine eigenen Ideen noch mit Ideen, einbringen. Weiß, ne? Was ich meine. Ja, ja. Und wo waren wir stehen geblieben? Ob sie offen, also ich rede offen darüber jetzt, aber ich möchte keine in die Pfanne hauen. Ich sag's noch einmal, es können immer zwei dazu, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, aber mir fehlt das Verständnis. Mhm. Und ich werde auch das Verständnis, glaube ich, ich muss sie ganz sagen, nie haben. Mhm. Ich muss es nur akzeptieren. Weißt du, du musst damit klar. Ja, also das ist ja immer so ein Ding. Jemand anderes trifft eigentlich eine Entscheidung. Also man kann ja offen sagen, die Trennung ging nicht von dir aus. Nee, ich wollte noch Ehefrau hat quasi die Trennung herbeigeführt. Genau, ich wollte sie retten und probieren und reden und was weiß ich was. Mhm. Aber anscheinend war es einfach nicht möglich, weil das Problem ist halt, das bist nachher nicht mehr du, nur sie und ich, sondern auch das Umfeld. Also ich glaube, er würde auch sofort wieder zurückgehen. Könnte. Ist ja okay. Aber ich würde mal, also wie das jetzt läuft, fürchte ich, dass die echt eine richtig dirty Scheidung haben werden. Ne? Aber ich wünsche es ihnen nicht. Ja. Weißt du, dann reden hier Leute rein, verstehst du, was ich meine? Hey, da gibt's, ich muss gerade lachen, ich weiß, dass auch viele Frauen zuhören. Ja. Aber glaubst du, wir haben auch weibliche Zuhörer? Ja, ganz genau. Ich glaube, ich habe 90% meiner Zuschauer sind weiblich. Ja, ich habe 85%. Ey, also die Chance, dass viele Frauen heute zuhören, ist ganz groß. Ja, auf jeden Fall. Habe ich übrigens auch. 85% weibliche Zuhörer. Wahnsinn, das ist auch wichtig, das alles zu betonen. Ne? Ich fand immer, auf TikTok gibt es so ein Meme. Kennst du das Meme? Ich weiß, ich weiß. Guck mal, der sagt einer, bei einer Trennung haben immer zwei die Schuld. Ja, also immer die Frau und die dumme Freundin, die die Scheißtipps gibt. Ja, auf jeden Fall nicht. Und auf jeden Fall, ist halt voll, bei uns ist halt immer viel los, weißt du, sehr, sehr viele Mitarbeiter, sehr viele Freunde, weißt du. Und letztendlich war es dann immer so, dass Leute mit reingequatscht haben. Ich konnte gar nicht mit ihr alleine reden. Und immer, wenn wir angefangen haben, ich habe immer gesagt, bitte, bitte, wenn wir jetzt miteinander reden, lass uns nicht mehr über die Vergangenheit, weißt du, was ich meine. Und nein, bam, ging es dann wieder und dann vergiss es. Wie ist das mit den, also ich habe leider... Was natürlich auch irgendwo vielleicht verständlich ist, aber ich habe damals natürlich ganz krass feststellen müssen, dass es sowohl im Freundeskreis, aber natürlich auch bei den Mitarbeitern, dass da einfach eine Trennung stattfindet. Ja, ne? Automatisch. Ja. Automatisch. Bei mir war es ja wirklich so. Bist du noch in der Firma beteiligt? Also bist du noch Geschäftsführer aktuell? Nein, ich bin nicht mehr Geschäftsführer. Du bist schon raus? Ich bin komplett raus. Okay. Ich bin aus allem raus. Ich meine. Ja, ist eigentlich auch, ich habe das auch relativ schnell gemacht, weil ich zu mir auch gesagt habe, okay, ich muss da jetzt auch raus, ich will da auch eine Trennung herbei. Also ich hätte mir nicht vorstellen können, weiterhin. Ja, ob das so freiwillig passiert ist. Der Manager meiner Ex-Frau zu sein, weiterhin der Geschäftsführer in einem Unternehmen zu sein, was ja eigentlich nur meiner Ex-Frau dient, mit Fashion-Label etc. Und, aber dass du das so schnell jetzt hinbekommen hast, ja, das hat dich... Hä, willst du mich gerade verarschen? Ich hab dann einen Zettel auf dem Tisch gehabt, wo dann steht, ich darf das... Ich kündige. Nein, ich meine das, ich darf das Betriebsgelände nicht mehr... Ach so, du bist quasi gegangen, ja gut. Glaubt ihr wirklich, das passiert ohne Grund? Es geht natürlich relativ, als Geschäftsführer kann man relativ schnell auch. Ja, aber noch einmal, es hat mich nicht gestört. Mhm. Du wolltest es auch. Nein, ich hätte es auch gewollt. Ich wollte das auch nicht. Also, was heißt, ich habe es nicht gewollt? Es wäre gar nicht möglich, weil das war für mich kein Unternehmen, das war Familie, weißt du? Richtig. Weißt du, die Leute haben es angeschaut wegen der Familie, wegen Murat, wegen den Kindern, wegen Oma, Opa, Freunde und allem drum und dran. Weißt du, es ist alles weg. Ja. Es ist nicht mehr das, was es mal war. Das eine kann ohne das andere auch nicht existieren. So ist es. Und so ist es einfach. Ja. Aber das wird schon stimmen, dass er da viel Kontakt und Freundschaft verloren hat. Also er wirkt ja auch sehr, also er interagiert ja tierisch viel da mit seinen Followern und wirkt schon so jemand, der sehr nach Aufmerksamkeit und Kontakt sucht. Und deswegen wäre das für mich auch gar nicht mehr möglich gewesen. Weil du bist da, weißt du, das war, ich muss aber eins sagen, weißt du, auch uns war das Geld nie wichtig. Und das war auch der Erfolg, dass wir das aus dem
es war wirklich Leidenschaft. Das hört sich jetzt so Florian Silbereisen, man macht es mit Liebe und was weiß ich was. Es war wirklich Liebe. Das Geld kommt ganz automatisch. Irgendwann ist es auch mal beiläufig. Ne? Okay. Ab einem gewissen aber natürlich bist du ja nicht dumm. Man ist ja nicht dumm, man weiß ja schon, was man erreicht hat im Leben. Weißt du? Aber wenn du halt dann bei der Scheidung irgendwann mal erfährst, was eigentlich, um was es eigentlich geht, dann denkst du, okay, scheiße, war ja schon krass. Wenn man es halt so nie auf dem Schirm hatte, ja, so ist, was man eigentlich aufgebaut hat. Ne? So ist es, weil das hat, also, weißt du, ich als Person, weißt du, ich liebe es im Garten zu arbeiten, weißt du, ich liebe das Handwerk. Ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt. Ja, das Problem ist ja oft, ich denke mal, die werden keinen Ehevertrag haben oder sowas, weiß ich jetzt nicht. Das ist natürlich bitter, ne? Aber das jetzt, muss ich auch zugeben, für beide bitter. Dann, was machst du dann, ne? Also da kann ja einer nicht, also vielleicht kann sie es, ich weiß nicht, ob sie es muss, keine Ahnung, das halbe Unternehmen abgeben oder so. Das ist immer richtig scheiße. Ich wünsche dir wirklich, dass sie eine gute Lösung finden. Das ist mir völlig scheißegal. Ich war auch noch nie in Dubai im Urlaub. Mhm. Mich hat das auch nie interessiert, weißt du? Für mich war immer so cool, abends kommen die Freunde zum Grillen, weißt du, was ich meine? Dann isst du was, dann trinkst du was zusammen. Und dann und solche Sachen, weißt du, was ich meine? So diese extrem weltlichen Dinge haben mich nie interessiert. Mhm. Immer nur Familie, weißt du? Deswegen werden auch 27 Firmen hochgezogen, weil ihn das gar nicht interessiert. Der Murat von der Baustelle, ja. Und deswegen war uns das Geld auch nicht wichtig. Jetzt ist es natürlich anders, verstehst du? Jetzt wird drum gezogen und was weiß ich. Also es ist nicht schön. Es ist wirklich schön. Aber ich möchte auch nicht so extrem jetzt drauf eingehen, weil ich möchte keine dreckige Wäsche waschen. Weißt? Das möchte ich einfach nicht. Ja, das finde ich auch gut. Habe ich auch nie den Eindruck jetzt gehabt, auch so. Ja. Und ich möchte auch selbstreflektiert sein, weißt du? Ich sage dann immer, es gehören immer zwei dazu. Und ich sage ja selber, vielleicht habe ich die Zeit. Was ist denn sein Anteil? Wo ist denn die Selbstreflexion? Ich weiß es. Er sagt weder, was sie gemacht hat, noch was er gemacht hat. Also, verstehst du? Und ich bin immer so ein Typ, der versucht, die Schuldigkeit erst bei sich selber zu finden, weißt du? Ich mache mir selber Vorwürfe. Und das Thema war nicht nur die Trennung mit meiner Frau. Da ging ja schon was davor schon weg, weißt du, was ich meine? Ich habe ja meine Mutter fast verloren. Ja, das habe ich mitbekommen. Genau, ich habe ja voll um meine Mutter kämpfen müssen. Die hatte von 4 Herzklappen waren 3 defekt. Wahnsinn. Und ich war so in einer tiefen Trauer, weil ich muss das Leben meiner Mutter retten. Mhm. Und während ich das Leben versuche, meiner Mutter zu retten, und ich war da alleine, da war keiner hat mir geholfen. Keiner war da und hat mir irgendwie die Hand gereicht. Man muss dazu sagen, deine Mutter lebt in der Türkei. Genau. Mhm. Und ich musste sagen, ich habe einen riesen Luxus in meinem Leben gehabt. Wirklich, wo ich gesagt habe, krass, das ist ein krasser Luxus gewesen. Ich habe ein Flugzeug gechartert und meine Mutter, meine herzkranke Mutter, von der Türkei nach Deutschland geholt. Weißt? Mhm. Das war der. Das war ja auch eine absolute Notlage. Das war eine absolute Notlage. Und wenn ich, weißt du, manchmal, es gibt auf der Welt ist so, nichts ist ohne Grund. Mhm. Es kann auch sein, dass ich in meinem Leben für diesen einen Moment nur erfolgreich war. Vielleicht war es das. Wenn du das Geld gehabt hättest. Ja, war es vielleicht dieser eine Moment. Mhm. Ich hoffe wirklich, er schlachtet jetzt nicht nur seine herzkranke Mutter aus. Ich hoffe es wirklich. Wirklich, ich wünsche allen immer das Beste, ganz viel Heilung, seiner Mutter ganz viel Heilung. Aber die Art, wie er es erzählt und so mit sich selber Mitleid hat, boah, ich weiß nicht. Aber vielleicht geht mir das so, ich kriege da so ein Alarmgefühl innerlich, ich weiß nicht. Habe ich diesen Moment bewerkstelligt, meine Mutter hat überlebt und ich habe meine Beziehung verloren. Mhm. Und es hat irgendwie alles zusammengespielt, weißt du, auch das, was mit meiner Mutter war, dass mir da keiner geholfen hat und keiner da war und ich war emotional so am Boden, weißt du, und jetzt bist du eh schon emotional am Boden und dann kriegst du noch so einen auf die Fresse, weißt du. Aber so ist es leider oft im Leben, ne? Ja. Dass Dinge immer auf einmal alles kommt, ne? Ja, und ich bin da gestorben. Mhm. Ich bin da einfach gestorben. Wirklich. Das glaube ich. Das ist natürlich auch immer, also ich kenne es in einer gewissen Weise. Also meine Mutter hat schon 2 Herzinfarkte gehabt. Mhm. Ich war beides Mal, war ich immer quasi der erste Mensch oder die erste Person, die dann bei ihr war. Mhm. Und wenn natürlich, ich glaube, das können auch andere schlecht nachvollziehen, wenn einem Elternteil, wenn es dem schlecht geht, das ist ja wie bei unseren Kindern auch, wenn es denen nicht gut geht, man stirbt selber mit. Ja, man stirbt selber mit. Ich hab so abgenommen, so krass abgenommen. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Ja. Ne? Also wenn ich da alte Videos von dir angucke, du siehst ja jetzt aus wie hier vom Top-Moppel zum Top-Model. Nein, ne? Christian Grey inzwischen. Christian Grey, ja. Christian Grey inzwischen. ist natürlich Christian Grey. Jetzt ist es nicht mal Murat von der Baustelle, jetzt ist er Christian Grey. Also dicker kann man sich inzwischen, nicht aufhören. Inzwischen, hab ich gesehen. Aber wenn es ist so eine schlimme Zeit und es ist immer noch schlimm. Mhm. Es ist immer noch schlimm, weil... Es ist schade eigentlich, dass du auch abgenommen hast, weil du so im Stress warst, auch die letzten Wochen und Monate. Im Stress kam... Also das will ich ihm gar nicht absprechen, dass ihn das total stresst, das glaube ich. Mehr Sport gemacht, muss ich sagen. Jetzt ein bisschen weniger. Ah, was machst du für Sport? Du, ich laufe gerne. Cool. Ja, aber jetzt nicht mehr. Okay, weil warum? Mein Laufband ist nicht mehr da. Warum das? Das Laufband ist einfach weg. Das ist weg? Ja. Hat das jemand geklaut? Ja, so ähnlich. Reden wir. Ja, das kann man natürlich nicht selber kaufen, nein. Okay, ich kann mir das schon denken. Ja, okay. Aber hey, ich habe dir eine super Alternative. Was?
Geh einfach raus in den Wald. Ja, könnte ich auch machen. auf jeden Fall. Du brauchst zwei Hunde wie wir. Ja, einen Hund möchte ich mir auch holen, aber ich hab mir Hühner geholt. Stimmt, das habe ich mitbekommen. Ja, ich habe drei Hühner geholt. Ich versuche jetzt gerade, auch der Kontakt zu dir kam ja, weil du das gleiche Schicksal hast und du hast mir dann irgendwann geschrieben, hey, lass mal schnacken. Ich habe, als ich das erfahren habe, also ich muss ehrlich sagen, wenn ihr jetzt denkt, wir treffen uns jetzt und tun jetzt einen auf Best Friends. Also wir haben uns heute zum ersten Mal getroffen. Wir sehen uns heute tatsächlich zum ersten Mal. Ja, und sind beide erschrocken. Ich muss sagen, wir sind beide, ich bin sehr erschrocken. Ja. Nein, Quatsch. Ich hab geklingelt und hat zu mir gesagt, die Amazon-Paket will ich hinten abgeben. Genau, ja. Sie kommen schon wieder zu spät. Ja. Nein, überhaupt nicht. Also wir haben, man muss aber dazu sagen, wir hatten... Viele Gespräche schon. Wir hatten, ich habe per Instagram Kontakt aufgenommen. Mhm. Weil ich bin ja auch leider, und was heißt leider, aber ich bin halt sehr auch in meiner Bubble. Mhm. Das heißt, ich bekomme oft gar nicht so... Dinge mit, die außen herum passieren. Ja. Ja, vor allem in der Instagram-Welt und so weiter. Und wie wir schon gesagt haben, die Ivy hat mich dann darauf hingewiesen, dass du jetzt in Trennung bist. Und ich wie sie es ja auch gesagt hat, ich habe sofort gemerkt, okay, da ist jemand, der macht, ich weiß genau, was der jetzt gerade durchmacht, weil ich genau das Gleiche durchgemacht habe. Ja. Okay, ich war nur halb so lange verheiratet wie du und ihr habt natürlich auch zusammen ein weitaus noch erfolgreicheres Unternehmen geführt, wie wir es damals hatten. Aber ich wusste, weil unabhängig vom Umsatz etc., ich wusste einfach, in was für einer Situation du jetzt wahrscheinlich gerade steckst und habe dann gesagt, ich muss dir sofort schreiben. Mhm. So war es ja auch. Ja. So eine Trennung sind ja Phasen, wo man durchmacht. Genau. Und dann ich kann dir eins sagen, es kommen noch einige Phasen. Das ist jetzt verarschen. Zurück. Ich bin schon bei vier, weißt du, damit falle ich zurück auf zwei, weißt du, wie wir das Leben nehmen, dann gehe ich wieder auf drei und vier und dann ist Laufband, sagen, und dann ist Laufband weg, dann bin ich wieder bei eins, verstehst du, was ich meine? Es sind Phasen und es ist so krass, ihr müsst mal, wenn ihr mal sowas mitmacht, und ich finde es so krass, dass die Menschen mich anschreiben und sagen, hey, ich bin gerade in der gleichen Situation. Ja. Meine Abonnentenzahlen sind so extrem gewachsen. Mhm. Ich weiß nicht, ob es alles Scheidungsopfer sind, ich weiß es nicht. Ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele Instagram-Follower. Natürlich schon so, viele interessieren natürlich jetzt auch so, wie geht's denn weiter? Genau. Ja, das war ja bei mir damals auch. Ich habe ja weitaus weniger Follower gehabt wie du. Ich war, glaube ich, bei 25.000 Followern. Mhm. Ich habe ja gar nichts gemacht eigentlich auf Instagram. Ich habe auch ab und zu ein bisschen... Du warst nur für deine Frau ein bisschen da. Lustig, hahaha. Ja. Dann, wie gesagt, man war mal wieder auf irgendeinem Influencer-Event eingeladen, wo man halt als Husband quasi mitgegangen ist. Ja. Hat da ein bisschen rumgefilmt, ist dann wieder von dem einen in der Story erwähnt worden. Man hat es halt gerepostet, mehr habe ich aber gar nicht gemacht. Ja. Ja. Und... und dann bist du natürlich irgendwann in der Situation, dass dann alles vorbei ist. Mhm. Ja, und deshalb konnte ich genau nachvollziehen, wie du dich jetzt fühlst. Bei mir war alles weg, Ben. Ja. Bei mir war Familie weg, bei mir war Arbeit weg, Auto weg, Handy weg, WLAN war weg, Netflix, Spotify, Premium war weg. Schlimmste. Ja, und dann stehst du einfach noch da und das ist ja krass, ich war ja wie ein kleines Kind. Mhm. Ich wusste nicht, was PayPal ist. Mhm. Mir hat gestern einer erklärt, was... Macht auch überhaupt keinen Sinn, also er ist der große Geschäftsführer. Und dann weiß er nicht irgendwie, was WLAN ist und wie man einen neuen Spotify-Account kriegt. Ah, sorry, Leute. Klarna ist nicht mal, das wusste ich. Aber ich sei froh. Ja, viele Junge haben Klarna-Schulden, habe ich gehört. Ja, und ich wusste es gar nicht. Weißt, ich war ja wirklich, ich bin wie ein kleines Kind gewesen, dessen Aufgabe war nur, Visionen zu haben. Weißt, so morgens geht die Tür auf, Murat geht raus und sagt, okay, jetzt machen wir das und das und das und das und das und das. Und das war sowas von behütet, verstehst du, was ich meine? Und jetzt stehst du da und sagst, ich muss was aus dem Internet bestellen, wie macht man sowas? Ist Online-Banking? Ja. Nicht mal das wusste ich, ohne Spaß. Ich muss schon auch sagen, weil ja die letzten Jahre uns sehr viel abgenommen worden ist. Ne? Wir hatten Haushälterin, wir hatten Mitarbeiter, die für uns Bürokram gemacht haben, selbst teilweise auch ein bisschen Einkauf. Also man musste sich um fast gar nichts kümmern. Und bei mir war es wirklich so, als dann die Trennung da war, ich habe mich ein bisschen gefühlt, wie wenn ich einen Schlaganfall gehabt habe und muss jetzt alles neu lernen. Okay, aber da muss ich sagen, das wissen meine die Zuschauer auch. Ich habe das immer vorher, ich habe so einen Putzwimmel. Mm. Ich liebe es zu putzen. Ich lieb, wenn es sauber ist. Echt? Gartenarbeit liebe ich über alles, Handwerken liebe ich über alles. Weißt du, das wissen die Leute, das habe ich drauf. Ist ja ein Traum, Mann. Ja, von wegen, ich kotze gleich. Was, nein, und dann. Bist du eigentlich offiziell, bist du offiziell Single? Offiziell bin ich Single, ja. Okay, aber ich will es ja bloß mal erwähnen. Nein, ich suche nicht. Ich schwöre, ich habe wirklich. Der Facebook-Status wäre, es ist kompliziert? Ja, es ist voll kompliziert, Ben. Ich habe jetzt ohne Spaß. Ich bin kompliziert. Seit der Trennung bestimmt, ungelogen, bestimmt 50 bis 100 Heiratsanträge jeden Tag. Die haben aber alle. Ich mache das. 50 bis 100 Heiratsanträge. Gott, wie kann man so aufmerksamkeitssüchtig sein? Wirklich, ey, das. Und, also ich meine, glaube ich, kein Wort von, aber er sucht diese Bestätigung von Frauen so extrem, also guck gerne mal auf seinem Instagram-Profil vorbei, das ist einfach krass, und es geht immer nur flirten, und werden immer die ganzen Chat-Verläufe gepostet, die er hat, und guck mal, wie lustig, wie toll ich bin. Okay, also wir werden jetzt hier gleich mal Schluss machen. Jetzt ist genug davon, denke ich. Also ich musste ja auch sagen, bei mir war das genauso. Und ich finde schon, also
ein bisschen Anstand gehört da schon dazu, oder? Also ich habe bei mir ja teilweise 3-4 Tage später, als die Trennung offiziell bekannt geworden ist, hab ich schon die ersten gehabt, die geschrieben haben, ob wir nicht mal zusammen weggehen wollen und so weiter. Und ich fand es schon sehr frech. Ja, ich finde... Gott sei Dank dankbar dafür, wenn ihr, weiß ich nicht, erfolgreiche Männerseiten angeschrieben werden, muss man die Frau noch nicht runterputzen jetzt. Aber 50 bis 100 Heirateanträge, ja, ich glaube, ich muss auch mal in mein Postfach gucken. Ich reagiere halt nicht drauf. Ich sage das ganz ehrlich. Ich reagiere nicht drauf, weil ich habe gerade andere Sorgen. Vielleicht habe ich ihn auch gar nicht gesehen. Ey. Oder hältst du das zurück irgendwie? Du löscht ihn mal gleich. Also, scheiße. Ach, deswegen kriege ich ihn nicht zu sehen. Ich selber verständlich. Und ich habe dir ja erzählt, was ich gerade durchmache. Und ich habe Ben dann wirklich gesagt, hey Ben, hör zu, ich habe abgenommen. Ich mache jetzt solche komischen Bilder, solche Spiegel-Selfies von mir. Und, hey, das habe ich auch gemacht. Ja, genau, dann sagt er zu mir, ja, das habe ich auch gemacht. Dann sage ich, ja, und dann war ich beim Friseur und habe dann diesen Haarschnitt gemacht und habe das gemacht. Dann sagst du zu mir, hey, habe ich auch gemacht, weißt du? Und dann merkst du, dass wir alle irgendwie gleich ticken. Ich kann dir eins sagen, es kommen doch irgendwann eine Botox- und Hyaluronsäure. Nee, ey, ich schwör's dir, vergiss es. Never ever, wirklich. Ich, weißt du, die kommt. Ja, und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt hole ich mir ein Auto. Mhm. Ich weiß, Autos interessieren mich nicht. Ja. Dann habe ich gedacht, hey, vielleicht hole ich mir jetzt ein Auto. Ja. Was hast du dann geholt? Ich habe mir übers Wochenende einen Porsche geholt. Ich weiß gar nicht, was für ein Porsche das war. Keine Ahnung. Ach doch, habe ich gesehen. Es war ein alter Elfer, war das. Ein alter Elfer, genau. Der einfach cool. Das Gleiche. Ich hole mir einen Porsche. Ich weiß nicht, was für ein Porsche es war. Ah ja, es war ein 911. Sorry, das ist wirklich. Also, das ist wirklich Königsklasse, muss ich wirklich sagen. Also, hast du dir ausgeliehen? Du hast den nicht gekauft? Nein, ich hab damit gespielt mit dem Gedanken. Mhm. Und dann habe ich das Auto geholt und habe ich in den Baumarkt gefahren. Und dann hat da nichts reingepasst. Dann sage ich, ist das für eine Scheiße? Überhaupt nicht praktisch, dieses Ding, ne? Nein, und glaubst du mir, Ben, das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich in einen Porsche gefahren bin. Wirklich. Ja. Weil ich mir immer gedacht habe, Porsche ist ein Traumauto, und zwar aber ein 356er, und zwar der, wo der James Dean gefahren ist. Ja, weil er weiß natürlich nicht, was er für einen ausgeliehen hat. Kennt den 356er von James Dean, aber weiß nicht genau, was für ein Porsche er ausgeliehen hat. Sorry, Leute. Das war da nicht sogar so ein Grün oder was war das? Nee, das war mit dem ich schon James Dean verunglückt. Mhm. Nee, ich meine, den, wo du jetzt gehabt hast. Nee, das war ein Silberner. Ach, Silberner. Ja. Okay. Und ich habe immer gedacht, weißt du, ein Porsche, ich will mich nicht reinhocken, weil ich habe immer angeschaut, dass mein Leben verändert, mein Charakter verändert. Deswegen sage ich, ich will das nicht, weil ich komme aus einer armen Familie und das passt auch nicht zu mir. Mhm. Und ich muss sagen, es passt wirklich nicht zu mir, ohne Spaß. Ich sitze voll. Porsche und Murat vom Bau passt doch super. Also, egal, jetzt Murat vom Bau, mein Gott, wie viel. Erfolgreiche Leute vom Bau haben Porsche, seien gegönnt. Scheiße aus. Und dann war ich im Baumarkt, nichts reingepasst, dann war ich im Einkauf, nichts reingepasst und dann habe ich ja schon blicken müssen, wo der Kofferraum ist. Und da ist, Alter, vergiss die Scheiße, wirklich. Also ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, Porsche ist wirklich nicht alltagstauglich. Ja. Ich gönn's den Menschen. Ich finde es ein wirklich wunderschönes Auto und es hat seine Berechtigung. Mhm. Und ich bin froh, dass es Menschen gibt, die dieses Auto kaufen. Das sind Arbeitsplätze und allem. Finde ich ganz, ganz toll. Mhm. Aber hey, es ist nichts für den Murat. Weißt du, was ich meine? Das finde ich nicht. Aber das ist doch völlig. Was wirst du aktuell davon, das wir erfahren? Darfst du nicht erfahren. Darf ich nicht erfahren? Nein, ich fahre einen Mercedes. Okay. Also der Porsche ist nicht zu Murat vom Bau, aber der Mercedes natürlich schon. Ne? Sorry. Okay, Leute, was denkt ihr dazu? Ey, wie gesagt, ich wünsche allen Beteiligten ganz viel Heilung, da sieht es einfach als Unterhaltung, aber ab und zu kommentiere ich ja mal so öffentliche Ehen oder Scheitern von Ehen und manchmal wird ja auch gesagt, ich wäre immer so pro Männer bin ich nicht. Also wenn ich das Gefühl habe, da ist irgendwas faul, das ist ja auch nur eine Meinung, kann ja auch falsch liegen, dann sage ich das, egal ob Mann oder Frau. Und also wenn man das nochmal so in Ruhe anguckt hier, ich finde es krass alles. Aber wir werden sehen, vielleicht werden die Rätsel ja noch aufgelöst. Und ja, seid gnädig, was denkt ihr dazu? Und ja, wie gesagt, schaut gerne mal, ich habe jetzt nur die Hälfte angeguckt, schaut gerne mal in den Podcast rein von Menkauer oder bei Murat auf Instagram, der Murat vorbei. Und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.